An dieser Stelle müsste eigentlich ein total crazy Intro kommen. Und ich gebe zu, ich habe einiges probiert. Wollen Sie eine Weise gerinnen? Ja. Auf die Itchy-Finseln? Ja, ja. Nach Audisarabien? Ja. Aber beschränken wir es aufs Wesentliche. Herzlich willkommen zum neuen Weekly Hood Report. Intro ab! Weekly Hood Report. Weekly Hood Report. Lange haben wir nichts von Marshall Mathers, aka Eminem, gehört. Zwar gibt es jetzt auch keine neue Musik zu verkünden, dafür immerhin einen Film, den er produziert hat. Das Ding nennt sich Bodied und wird noch im November in den Kinos erscheinen, zumindest in Amerika. Das Ding spielt in der Welt der Rap-Battles. Hauptfigur ist ein Typ namens Adam, ein weißer, dürrer Student, der durch Studieninteresse in die Welt der Rap-Battles gerät, dabei zum Star wird, also regelrecht aufsteigt, aber immer wieder mit inneren Konflikten und Gewissensbissen kämpfen muss, ob das, was er da tut, wirklich richtig ist. Der Film versucht, das Verhältnis der Minderheiten untereinander zu beleuchten, das aber in einer super witzigen und nicht fingerzeigenden langweiligen Art. Wann der Film allerdings nach Deutschland in die Kinos kommt, ist jetzt noch vollkommen unklar. Erinnerst du dich noch an diesen Song? Maya, hi, Maya, ha, just live your life, ey, ey, ey. Genau, genau, das Ding mit Rihanna, genau. Da war ja so ein Rapper dabei, ne, T.I. Genau, dieser T.I. wird gerade verklagt, weil er hat eine Kryptowährung an den Start gebracht. Das Ding nennt sich Flick-Token und die Investoren in diese Währung, die werfen ihm jetzt vor, dass er Spekulationsbetrug begangen hat. Und zwar haben sie ihn verklagt auf 1,3 Millionen Dollar Schadenersatz, weil sie behaupten, dass er einen sogenannten Pump-and-Dump-Scheme entwickelt hat. In Deutsch würde man wahrscheinlich sagen Schneeballsystem. Nach Darstellung der Kläger soll er behauptet haben, dass der Wert der Flick-Token, damals noch bei 6 Cent pro Coin, sich innerhalb von 15 Monaten um 25.000% auf 15 Dollar pro Coin steigern würde. Das Absurde an der Sache ist, dass der Preis einer einzelnen Coin nicht nur auf 15 Dollar, sondern sogar auf 21 Dollar gestiegen ist. Dann sollen T.I. und sein Geschäftspartner massenhaft Coins verkauft haben, wodurch der Wert der Coin drastisch in den Boden fiel. Vergangenen August fiel der Wert der Coin dann so massiv, dass eine einzelne Coin nur noch 1 Cent wert war. T.I. hat jetzt über seinen Anwalt verkünden lassen, dass er niemals auch nur 1 Cent gesehen hatte. Die Geschäftspartner schieben sich also gegenseitig die Schuld zu. Es ist nicht abzusehen, dass es hier eine außergerichtliche Einigung geben wird. Und damit dürfte auf T.I. bald ein ziemlich massiver Gerichtsprozess zukommen. Das hier ist jetzt schon die dritte Folge und ich habe immer noch nicht über Deutschrap gesprochen. Heute ändern wir das. Denn es gibt einen Grund dazu. Daniel LaRusso, a.k.a. Dendemeyer, a.k.a. Dendemann, a.k.a. Legendemann, a.k.a. Mongo Clickers Number One, a.k.a. Mendens Menace, wird demnächst nach 8 Jahren eine neue Platte veröffentlichen. Das Ding nennt sich Da nicht für, hat Features drauf mit Casper, Trettmann und noch anderen Typen, ist auch scheißegal. Eine erste Single ist jetzt schon rausgekommen, die heißt Keine Parolen, derbes geil, derbes Teil. Und im Februar geht der auf Tour. Das Ding wird super, super spannend. Und eins ist unbestritten, eine Platte von Dendemann ist für Hip-Hop gerade derbe wichtig. Was wäre ein Weekly Hood Report ohne einen Bericht über Kanye West oder Tekashi 6ix9ine? Diese Woche ist es jetzt erstmal Tekashi 6ix9ine. Der ist ja vor knapp einer Woche so haarscharf am Gefängnis vorbeigeschrammt. Jetzt macht er natürlich wieder Scheiße, obwohl er versprochen hat, dass er nichts tun wird. In Kalifornien, und zwar in Los Angeles, fand jetzt die ComplexCon statt. Das ist so eine Sneaker- und Modemesse. Und eigentlich wollte er reingehen mit seinem riesigen Tross. Der hat da so 8 Bodyguards, die heißen The Wall oder sowas, weil das so Riesentypen sind, die ihn komplett umschirmen. Schaut euch das mal an, das ist eine unglaubliche Entourage. Auf jeden Fall wollte er gerade da reingehen und dann stand da so ein Typ davor. Der Typ heißt Slim 400 und gehört aus dem Umfeld von YG. Mit YG hat Tekashi jedenfalls schon seit längerer Zeit Beef und so dürfte es auch nicht überraschen, dass YGs Kumpel Slim 400, der gerade vor dem Eingang dieser ComplexCon stand, entsprechend auf Tekashi und seinen Tross reagiert hat. Eine wilde Schreierei ging los, kam jedenfalls nicht zu einer Auseinandersetzung, weil die Bodyguards von Tekashi ihn quasi weggezogen haben, ihn ins Auto geschmissen haben und dann sind die wieder abgefahren. Slim 400 hat später dieses Video bei Instagram hochgeladen. I tell a bitch nigga, hold up! Stop saying that part. Stop saying that part. We out here, nigga. Stop that nigga at the door. 6ix9ine couldn't get in. Ain't hit no stage. Ain't walked around this shit. Real talk. Hold up. G-Bosky. Hold up. Hey, we at the 400 store. You know what I mean? Ooh!
colorful hair niggas pulling up. Ain't no colorful hair niggas pulling up. Natürlich hat unser Lieblings-Social-Media-Troll Tekashi sofort darauf reagiert. They're dirty ass bloods. You know why they don't like me? They're angry. They're mad. Why? I'm a real blood. I'm a real gang member. Blood. You're a dirty blood. You're a fucking dirty ass blood. Ja, läuft super mit dir, Tekashi, ne? Bewährung. Knast ruft, ne? Blada. Kommendes Wochenende findet das Thailand The Creator Festival Camp Flocknor wieder statt. Und zwar in Los Angeles im Dodger Stadium. Und das ja von uns gesehen aus ziemlich weit weg. Jetzt aber die gute Nachricht. YouTube hat erklärt, dass sie das ganze Event live streamen werden. Und zwar am 11.11. um 1 Uhr morgens deutscher Zeit und am 12.11. 1 Uhr morgens deutscher Zeit. Mit dabei sind Pusha T, Kanye West, Kid Cudi, Lauryn Hill, Earl Sweatshirt, A$AP Rocky und noch viele andere weitere. Schaut euch das an. Rick Ross ist am 7.11. wieder Vater geworden. Das wäre nichts Besonderes, wüsste man nicht den Namen des Kindes. Billion. Der Name des Kindes lautet Billion. Oh, oh, oh. Sein Geschwisterchen heißt Hermes. Hermes. Die Handtaschen und... Der Black Friday rückt näher und je näher der rückt, desto mehr häufen sich jetzt die Ankündigungen von Künstlern bezüglich neuer Alben und Projekte. Da wäre als erstes Gucci Mane, der per Instagram jetzt offiziell angekündigt hat, dass sein neues Album Evil Genius am 7.12. erscheinen wird. Features werden unter anderem Quavo und NBA Youngboy sein, das kann man zumindest hier von dieser Trackliste ablesen. Auch Tekashi 6ix9ine wird uns mit einer neuen Platte beehren. In den Vereinigten Staaten ist Schwarzer Freitag am 23. November 2018. Und genau an diesem 23. November wird Tekashi 6ix9ine sein neues Album veröffentlichen. Das hat er zumindest bei Instagram angekündigt, und zwar indem er das Cover der neuen Platte hochgeladen hat. Die soll Dummy Boy heißen und wird zu großen Teilen wahrscheinlich von Scott Storch produziert werden. Migos veröffentlichen ja gerade alle Einzelalben, Quavo hat sein Album bereits veröffentlicht, Take Off vor kurzem, und jetzt hat Offset sein Album angekündigt, und zwar für den 14.12. Details sind noch nicht bekannt, aber damit ist die ganze Saga dann abgeschlossen. Für Anfang des neuen Jahres wird es dann eine neue Version von Culture geben. Und dann haben wir zuletzt den Wu-Tang Clan. Der veröffentlicht zwar leider keine neue Musik, dafür aber einen Film. Und das Ding nennt sich For the Children, 25 Years of Enter the Wu-Tang, 36 Chambers. Und zu sehen bekommen wir diesen Dokumentarfilm am 9.11. Ja, es ist einfach unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht, aber unser Bruder Mac Miller ist mittlerweile schon 3 Monate tot. Und weil die Polizei von Los Angeles damals ausging, dass Macs Tod irgendwas mit Drogen zu tun haben könnte, haben sie einen toxikologischen Untersuchungsbericht angefordert. Und genau dieser Bericht ist diese Woche vom Gerichtsmediziner des LA County veröffentlicht worden, und dessen Kernaussage ist, ja, er ist gestorben an einem Drogencocktail aus Kokain, Alkohol und Fentanyl. Fentanyl wird in den USA gerade ziemlich heiß diskutiert, denn die Droge steht an der Spitze der Opiatkrise in den USA. Mit Opiatkrise ist gemeint, dass immer mehr Menschen in den USA abhängig sind von verschreibungspflichtigen Medikamenten, dabei auch insbesondere von Fentanyl, einer Droge, die 50 Mal stärker als Heroin wirkt. Eigentlich ist Fentanyl keine Droge, sondern ganz normales Narkosemittel, das stark beruhigt und die Atmung abflacht. Deswegen wird es auch bei Hinrichtungen verwendet und ist durch den falschen Straßengebrauch mittlerweile für 200 Drogentote pro Tag in den USA verantwortlich. Weltweite Berühmtheit erlangte das Medikament, weil es eine Rolle spielte in den Toten von Prince und Lil Peep. Das bringt uns zurück zu unserem Bruder Mac Miller, der laut TMZ in einer extrem würdevollen, betenden Position, also kniend auf dem Bett, aufgefunden worden ist. Bruder Mac Miller hatte Zeit seines Lebens Probleme mit Drogen, war aber in der letzten Zeit clean und ist erst 3 Tage vor seinem Tod rückfällig geworden. Letztlich, und dieses Datum sollten wir uns alle merken, wurde Bruder Mac Miller am 27. September um 23.51 Uhr lokaler Zeit für tot erklärt. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, das war's schon wieder mit der Sendung, wa? Jetzt kommen noch die Songs der Woche, dann kommt das Outro, ja, und dann können wir den ganzen Bums bis nächste Woche wieder zumachen, wa? Nummer 4, Vince Staples' Run the Bands von seinem neuen Album Irgendwas mit FM. Geiler Song. Nummer 3, Capo Lee, Frisco und Shorty von Boy Better Know mit Seki. Ist übrigens eine Sir Spyro Produktion, also lohnt sich. Nummer 2, wie könnte es anders sein, Dendemann mit Keine Parole. Und Nummer 1,
Action Bronson mit White Bronco. Der hat nämlich seine gleichnamige Platte diese Woche veröffentlicht. Hört euch das Teil unbedingt an. Das war's schon wieder mit dem Weekly Hood Report für diese Woche. Mein Name ist Johnny Mutante. Teilt das Video, liked das Video, abonniert den Kanal. Macht dein Bruder glücklich, ja? Hier, macht dein Bruder glücklich. Ich bin draußen. It is you.